gerade so, dass ein Hundeverbot erteilt wurde. Also für uns ist das jetzt der Punkt, hier wieder ins Auto zu steigen und nach Hause zu fahren. Denn das Fass ist voll, das reicht jetzt. Oh, Achtung, und die Behörden haben ihren Spaß dann gehabt für 9 Monate. Bei mir ist er jetzt rum. Warum ist das ein Schweigemarsch? Wir dürfen keine Passanten ansprechen. Aber ich denke, wir können uns miteinander unterhalten. Wir können unsere Meinungen austauschen. Das finde ich ganz wichtig in dieser Zeit. Es ist ja sonst fast gar nicht mehr möglich, seine eigene Meinung zu äußern. Viele Leute haben auch Kinder. Ihr müsst mal leben, in was für eine Welt wir quasi unsere Kinder überhaupt reingebären. Also wir sprechen nicht an, habe ich gehört, aber wir dürfen angesprochen werden. Ja, so muss man ein bisschen locker bleiben. Ich gucke zu, wie unsere Kinder psychisch krank werden. Ich habe eine 16-jährige Tochter. In der Klasse sind mittlerweile schon 3 Stück. Der eine ist in Lohr, die andere in Ascheberg, die anderen 2, wo ich durchdrehe. Ist das die Zukunft? Wir wissen alle, dass man mit 80 sterben kann. Wollen wir jetzt immer, wenn jemand stirbt, Pandemie ausdrücken? Leute, kommt zurück, hört nicht nur die Überschrift. Lest durch, informiert euch. Eine Lehrerin hat zu mir gesagt, ein Professor hat gesagt, 80% der Bürger finden sich einfach damit ab und informieren sich nicht. Wir gehören zu den 20 und ich kämpfe für meine Kinder. Ich kämpfe für unsere Freiheit. Ich will nicht wie 1933. So hat es angefangen, dass die Polizei uns unterdrückt und nichts mehr erlaubt. Wollen wir das? Ich bin der Meinung, in einer Demokratie gehört es dazu, dass wir anfangen, darüber zu debattieren, sind die Maßnahmen in Ordnung. Ich habe von dem Stadtrat, vom Kreistag und von unserem Landrat nicht mehr das Gefühl, dass wir gehört werden, weil die Situation ist die, es werden kommunale Entscheidungen getroffen, es werden überregionale Entscheidungen getroffen und ich bin der Meinung, dass diese Situation einfach auch nicht mehr vertretbar ist. Leute, die anderer Meinung sind, es gibt viele Leute weltweit, die anderer Meinung sind und diese Stimmen werden einfach nicht mehr gehört. Und da wird nicht mehr, es kommt keine Debatte mehr zustande. Und deswegen bin ich der Meinung, dass hier jetzt was passieren muss, weil es langt. Also was ich gemerkt habe bei den Gegendemonstranten, die glauben halt wirklich noch, dass es die Regierung gut mit uns meint. Und ich sehe einfach, dass es hier nicht um den Schutz der Bevölkerung geht. Die Leute werden nur noch gegängelt. Ich bin dabei, weil ich aus Urüberzeugung eigentlich dachte, dass man die Wahrheit nicht verleugnen kann. Doch mittlerweile merke ich, dass das viele tun. Und dann sage ich mir, das darf ich nicht. Ich muss reden. Ich muss zeigen, dass ich auf der Seite der Wahrheit bin. Ich kann da nicht schweigen, wenn ich weiß, dass die Wahrheit auf meiner Seite ist. Und viele, das verstehe ich nicht, glauben lieber eine Lüge, weil es für sie einfacher ist, als wirklich die Wahrheit zu glauben. Für mich ist Wahrheit etwas ganz Wichtiges, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Die meisten kennen mich ja mittlerweile, ich betreibe den Blog IBASIT, Frank Stolzenberger mein Name. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen wie dieses Jahr in Deutschland auf der Straße sind, permanent, seit 9 Monaten, nur beleidigt werden. Das geht nicht. Und diese Menschen erwarten von uns, dass wir sie nicht Schlafschafe nennen. Das Schlafschafe ist noch das Geringste. Ich finde es aber nicht gut, wenn man seine Mitmenschen beleidigt. Das muss aufhören. Und ich will, und das ist das meine große Hoffnung, dass wir in Miltenberg, ich habe also auch mit den Kritikern persönliche Gespräche geführt, dass wir es schaffen, hier in Miltenberg als gutes Beispiel voranzugehen, dass wir miteinander auf dem Marktplatz sitzen oder irgendwo, und zwar die Maßnahmenbefürworter, die Maßnahmenkritiker, und wir werden darüber reden, was hier schief läuft, weil hier läuft etwas schief. Das steht für uns alle fest. Es sind viele, die so denken wie wir. Wir sind nicht die Mehrheit, das behaupte ich nicht. Aber es sind viele, die trauen sich zwischenzeitlich nicht mehr zu sagen, was sie denken, weil sie Repressalien befürchten. Und das muss aufhören. Wir müssen miteinander reden können. Das ist meine wichtigste Intention, meine persönliche Intention. Ich stehe in der Sache auf der Seite der Maßnahmenkritiker. Absolut. Hier läuft was schief. Ich halte das für ein Verbrechen, was hier passiert. Das kann man meiner Meinung nach belegen. Auch das wurde gestern von den Juristen angesprochen. Das muss aufgearbeitet werden, was hier passiert ist. Und es muss auch im Grunde genommen sofort diese Regierung ausgetauscht werden und eine Ersatzregierung gucken,
wie sie das Ganze in ordentliche Bahnen lenkt, was hier passiert. Jetzt kommt die Kritik, aber es war doch weltweit. Dann muss man sich fragen, was läuft hier weltweit schief? In diesem Sinne, hört auf, andere zu beleidigen und kommt ins Gespräch, sucht den Dialog und wir werden es irgendwie schaffen. Alles Gute. Ja, sehr gut.